Nebel 40, 4033. Ich höre. So, die Rettungskräfte haben bestätigt, in einem Fahrzeug zwei Verbrannte, in einem weiteren Fahrzeug ein Verbrannter aus. Wir gehen hier von drei Tote aus. Das wäre ja ein Wunder, wenn da wirklich nur drei verbrannt sind. Die Autobahn A19, Kavelsdorf bei Rostock. Hier ereignet sich am 8. April 2011 eines der schwersten Verkehrsunglücke seit der Wiedervereinigung. Kirsten Ettmeier kehrt zum ersten Mal zur Unfallstelle zurück. Ihr Sohn Sven begleitet sie. Da ist es. Angelehnt an den Zaun. Acht Nägel für acht Tote. Frau Ettmeier soll für zwei Tote mit verantwortlich sein. Ich sehe eigentlich nur diesen Sand, diesen Sandsturm von vor vielen Jahren vor mir und die acht Nägel, ja. Die Menschen, die ihr Leben hier lassen mussten. Ich habe nach wie vor auch nicht das direkte Gefühl am Tod oder an zwei dieser Nägeln eine direkte Schuld zu haben. Dass Frau Ettmeier nach der Feststellung der Schuld noch damit hadert, das kann ich nur begrenzt verstehen. Dieser 8. April 2011 wird in die Geschichte des Landes eingehen. Ein Sandsturm, der über die Autobahn 19 fegte, war Auslöser dieser Katastrophe. Unvorstellbar, was die Autoinsassen da erlebt haben müssen. Acht Menschen sterben, 130 werden verletzt. Die acht Personen, die verstorben sind, sind alle verbrannt in ihren Fahrzeugen. Da kam jede Hilfe zu spät. So einen Einsatz, glaube ich, erlebt man nur einmal im Leben, wenn überhaupt. In diesem Film geht es um die Frage von Schuld, Gerechtigkeit und darum, ob Täter auch Opfer sein können. Ich soll am Tod zweier Menschen schuld sein. Man fühlt sich als Mörder angeklagt. Es ist manchmal weniger als eine Sekunde, die darüber entscheidet, bleibe ich schuldlos oder trage ich Verantwortung für Folgen, die da sehr schmerzvoll sein können. Ja? Neun Jahre liegt das Autobahnunglück nun zurück. Frau Ettmeier überlebt damals schwer verletzt. Es hat anderthalb Jahre nach dem Unfall gedauert, bis ich wieder ins Auto gestiegen bin. Ich hatte einfach Angst vor dem Straßenverkehr, vor unvorhergesehenen Situationen. Aber ich konnte mich ja nicht hinter meiner Angst verkriechen. Ich musste mich der Situation stellen. Und in meinem Beruf fährt man viel Auto, ist aufs Auto angewiesen. Ich habe mich gezwungen. Der Unfall macht Kirsten Ettmeier zur Hauptfigur einer Katastrophe. Ich mache bei dieser Reportage mit, um zu zeigen, dass ich kein Unmensch, kein böser Mensch bin, nie mit der Absicht irgendjemandem wehtun wollte, um vielleicht selber noch mal Frieden schließen zu können. Kirsten Ettmeier kümmert sich hauptberuflich.
Die gelernte Krankenschwester leitet den heute größten ambulanten Pflegedienst in Eisenhüttenstadt. Na, guten Tag. Guten Tag. Wir knüpfen mal hier auf. Ach ja, na eben. Ich muss ja an Ihren Bauch, ne? Na ja, klar, kann ich schon dann machen. Ach, na, ich helfe Ihnen doch. Lehnen Sie sich mal bitte an. Na klar. Einfach nur anlehnen. Ja, so komme ich besser. Geht's? Sitzen Sie bequem? Ja, so ist besser. Man soll auf einmal fahrlässig jemanden getötet haben oder wird dessen angeklagt, wo ja eigentlich der Ansatz für mich und überhaupt ist, helfen zu wollen. Das, man fühlt sich mit diesem Vorwurf, mit dieser Anklage sehr, sehr schlecht als schlechter Mensch. Das war's schon, Frau Borchel. Da können wir Sie wieder anziehen. Ja. Das schaffen Sie alleine, ne? Ganz langsam, ne? Das schaffe ich, ja. Super. Am 8. April 2011 macht sich Frau Ettmeier auf, ihren 50. Geburtstag nachzufeiern. Der Tag war ein schöner Tag, also so relativ warm. Nicht zu heiß. Ich bin früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Und dann sind wir Richtung Warnemünde gefahren. Ich als Fahrer und 5 weitere Mädels. Wir waren natürlich froh gestimmt, haben uns auf dieses Wochenende gefreut. Je näher wir dem Ziel kamen, wurde es auch windiger. Meine Nachbarin hat zu mir gesagt, guck mal, Kirsten, da ist das Feld unterwegs. Und ich kann mich nur an diese Wand erinnern, die plötzlich da war. Als wenn eine Decke über die Frontscheibe geschmissen wird, von jetzt auf gleich absolut nichts gesehen. Ich habe gebremst, habe es aber nicht geschafft, das Auto weit genug nach rechts zu ziehen und bin aufgefahren. Kirsten Ettmeier prallt mit knapp 80 Kilometer die Stunde gegen das Fahrzeug vor ihr. Ihre 5 Freundinnen können sich nahezu unverletzt aus dem Auto retten. Frau Ettmeier schafft es nicht. Ein LKW fährt hinten auf, sie wird lebensgefährlich verletzt. Lange Zeit nach dem Unfall habe ich mich gefragt, warum ich überlebt habe. Denn wäre einem auch viel erspart geblieben, ne? Dr. Burkhard Hinz trifft wenige Minuten nach der Massenkarambolage ein. Er ist Arzt und Ersthelfer. Katastrophen gehören zu seinem Alltag. Diese hat sich eingebrannt. Ja, ich bin seit ca. 33 Jahren als Notarzt tätig. In der Zeit habe ich natürlich viel gesehen, viel erlebt. Ja, aber dieses Ereignis war eigentlich das schlimmste Ereignis, was ich in meinem Leben erfahren habe. Das geht natürlich aus dem Gedächtnis nicht heraus. Dr. Hinz ist damals der erste Notarzt vor Ort. Er koordiniert die Rettungsaktion. Einige der Aufnahmen stammen von ihm. Heute sieht er sie zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder. Ja, so sah das aus. Die Erinnerungen kommen immer wieder, wenn man sowas sieht. Bei der Alarmierung war es eigentlich so, wir dachten, es wäre ein ganz normaler Verkehrsunfall. Und man kann auch sehen, wie schlecht die Sicht war und unter welchen Bedingungen wir dort eigentlich gelandet sind. Eigentlich im Prinzip gelandet ohne Sicht. Und dann eben dieser Sand, ne? Das Erste, was mir passiert, eine Windböe riss mir die Brille von der Nase. Und dann der Sand in die Augen.
Der Sandsturm entsteht durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Große trockene Ackerflächen, ein Autobahnabschnitt, der in einer Senke liegt, dazu starker Wind. Das alles führt zu einer Wand aus Sand. Also die Unfallaufnahme ist aufgrund der Wetterlage hier nicht möglich. Sichtweite 2 Meter da unten, ne? Es gab auch viel Geschreie von Verletzten. Und ich musste mich natürlich auch zwingen, das Unfallgeschehen im Vordergrund zu sehen und nicht zunächst einem nächstgelegenen Patienten zu helfen, sondern einfach an diesem vorbeizulaufen, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Immer wieder Explosionen da auf dem einen LKW. Der muss voll mit irgendwelchen Chemikalien sein. Das war schon beeindruckend. Also es waren wie Granateinschläge oder man fühlte sich so in einen Krieg versetzt. Das ist eigentlich so im Kopf hängen geblieben. Die Suche nach Verantwortlichen beschäftigt Gutachter und Gerichte mehrere Jahre. Richter Ralf Schröder bekommt 2014 den Fall Ettmeier zugeteilt. Er muss die Schuldfrage klären. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte dort meine Eltern verloren, dann will ich wissen, warum. Und dann will ich auch sicher wissen, wer dafür verantwortlich ist. Man bringt die Verstorbenen nicht wieder ins Leben zurück, mit keiner Entscheidung. Nicht mit der Höchststrafe und nicht mit einer Einstellung des Verfahrens. Aber wo ist da dann die richtige Entscheidung? Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Rostock. Das mediale Interesse ist riesig. Und seit heute muss sich zum ersten Mal eine Unfallbeteiligte vor Gericht verantworten. Ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Was ist jetzt gerecht? Was ist gut? Es sind einfach an dem Tag zu viele Autos kollidiert und zu viele Menschen gestorben. Der Vorwurf an Ettmeier, sie war zu schnell, hat zu spät gebremst. Das soll fahrlässig gewesen sein. Grundsätzlich gilt auf allen Straßen das Sichtfahrgebot. Autofahrer dürfen nur so schnell fahren, dass sie das Fahrzeug innerhalb der sichtbaren Strecke zum Stehen bringen können. Laut Gutachten war der Sandsturm bereits von rund 650 Metern Entfernung zu sehen. Kirsten Ettmeier hätte also genug Zeit gehabt, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Sie musste innerhalb von 30 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h entscheiden, was tue ich. Da hatte sie wenig Zeit und sie hat in der Situation die falsche Entscheidung getroffen. Nirgends ist die Wahrscheinlichkeit, zum Opfer oder Täter zu werden, so groß wie im eigenen Auto. 2019 sind auf deutschen Straßen 3040 Menschen gestorben. Die häufigste Ursache bei Unfällen mit Todesfolge ist überhöhte Geschwindigkeit. Das ist juristisch mindestens fahrlässig. Fahrlässige Tötung. Wie geht man mit diesem Vorwurf um? Hier haben wir es nochmal. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Also die haben dann eigentlich schon mit den Ermittlungen angefangen. Da wenn man sowas ja gelesen hat, hat man sich ja nie als Täter oder mit der Täterrolle in Verbindung gebracht. Ne? Deswegen, also ich habe noch nie was Unverständlicheres erlebt als diese Anzeige. Das hat uns, glaube ich, alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ne? Und dann haben wir uns da ja abends, glaube ich, oder am nächsten Tag unterhalten drüber. Und da warst du ja dann schon kein Mensch mehr. Ab dem Moment. Habe ich mich verändert in deinen Augen? Jetzt bist du selber gespannt, was ich sage. Ja, ja. Ja, natürlich, klar hast du dich verändert in meinen Augen. Also vor dem Unfall einfach, da hatte ich nichts erschüttert, hattest an allem deine Freude, hast für alles gekämpft. Aber jetzt hängen wir das doch verkehrt. Nee, ach Quatsch. Pass auf, das ist das Wichtigste. Das steht auch da drauf. Im Antiquariatsabbruch, hast du lieber suchen Sie.
Ich habe immer gern geflaxt und geflunkert. Öffnet die Augen, schaut mich an. Ich war da so fröhlich, so unbedarft. Das hatte ich jetzt ein bisschen, das hast du jetzt nicht mehr. Die Geduld ist nicht mehr so stark da, wie es vorher war. Also du hältst nicht mehr einfach so viel aus. Diesen psychischen Druck. Du hältst einfach nicht mehr so viel aus. Also eine gewisse Art gebrochener Mensch, den man immer mal wieder doch hochholen muss. Vor allem, wenn es jetzt so dieses Thema betrifft. Genau. Das Verfahren rückt Kirsten Ettmeier in den Fokus der Öffentlichkeit. Als vermeintliche Raserin und Mitverantwortliche für den Tod von zwei Menschen. Aus ihrer Sicht unerträglich. Doch wie geht es den Opfern? Für diesen Film haben wir auf vielen Wegen versucht, mit den Angehörigen des getöteten Ehepaars Kontakt aufzunehmen. Auch Frau Ettmeier wollte das. Die Betroffenen wollten sich nicht zu dem Verfahren äußern. Die Katastrophe im Sandsturm. Gefahren wie Wildsäue. Ungebremst in die Staubwolke. Nicht schuld, aber verantwortlich, stimmt ja nicht. Wer fuhr wann in wen hinein? Horrorcrash. Wer hat Schuld? Unsere Angeklagte ist nicht allein verantwortlich, sie ist eine sogenannte Nebentäterin. Sie hat die Kette der Abläufe in Gang gesetzt durch die Kollision auf das eine Fahrzeug. Eines der umfangreichsten Verkehrsgutachten der deutschen Geschichte soll die komplexe Schuldfrage klären. Eine minutiöse Rekonstruierung der Katastrophe. Die schlechten Sichtverhältnisse verursachen mehrere Auffahrunfälle. Viele Autofahrer bremsen in der Sandwolke stark ab. Genauso wie das Fahrzeug vor Frau Ettmeier mit der Nummer 61. Laut Gutachten fährt Frau Ettmeier mit knapp 80 Kilometer die Stunde in die Wolke. Frau Ettmeier rammt das Fahrzeug vor ihr. Das Fahrzeug gerät ins Schleudern. Es prallt gegen die Mittelleitplanke und kollidiert mit weiteren Pkw. Wenig später bricht dort ein Feuer aus. Das Ehepaar wird im Fahrzeug eingeklemmt. Sie verbrennen darin. Juristisch ist die Sache vollkommen klar. Es ist vorhersehbar, wenn ich in eine solche Sandwolke hineinfahre, dass es darin Hindernisse geben kann. Das ist vorhersehbar, natürlich. Und wer durch Fahrlässigkeit einen Menschen tötet, macht sich strafbar. Das war eine Naturkatastrophe. Das waren unglückliche Umstände, die sich da auf dieser Strecke abgespielt haben. Dafür kann man nicht eine Person haftbar machen. Dass Frau Ettmeier nach der Feststellung der Schuld noch damit hadert, das kann ich nur begrenzt verstehen. Man fühlt sich als Mörder angeklagt. Das war so mein Gefühl und das fand ich sehr, sehr schlimm und dramatisch. Da sind Menschen gestorben. Die haben andere Menschen hinterlassen. Die haben vielleicht noch Eltern gehabt. Die haben mit Sicherheit Kinder gehabt, die jetzt ohne diese Menschen weiterleben müssen. Und zwar solange sie leben. Wenn ein Mensch bei einem Verkehrsunfall stirbt, sind durchschnittlich 113 Menschen davon betroffen. Das ergibt eine Studie des Bundesverkehrsministeriums. Familienangehörige, Freunde und Bekannte werden mit diesem schweren Schicksal konfrontiert. Auch die Helfer vor Ort werden Teil der Katastrophe. Notärzte, Polizisten und Feuerwehrleute. Dieses Ereignis geht natürlich aus dem Gedächtnis nicht heraus. Und man wird ständig auch erinnert, wenn man auf der Autobahn ist, Richtung Rostock fährt, das Holzkreuz an der Autobahn sieht, beziehungsweise auch den verbrannten Beton
dort an der Unfallstelle erkennt, dann erinnert man sich schon an diesen Unfall zurück und bestimmte Bilder tauchen dann immer wieder auf. Die Erinnerungen kommen hoch und man hat das Bedürfnis, darüber zu reden. Weil vielleicht hat man es doch nicht ganz verarbeitet. Ein Trauma, vielleicht. Ich weiß es nicht. Zum ersten Mal nach dem Unfall trifft Frau Ettmeier den Arzt wieder, der sie schwer verletzt im Krankenwagen versorgt hat. All die Jahre habe ich diese Zusammenkunft oder dieses Treffen verdrängt, den kompletten Unfall eigentlich verdrängen wollen. Und vielleicht hilft mir dieses Treffen heute, das Geschehene besser aufarbeiten zu können. In Güstrow leitet Dr. Büchner heute eine Kinderarztpraxis. Ach, hallo. Guten Tag. Kommen Sie rein. Ich bin die Frau Ettmeier. Ja, ich bin der Herr Büchner. Hallo, Frau Ettmeier. Das freut mich aber, Sie in dieser Gesundheit zu sehen, Mensch. Das ist doch gut. Das ist gut gelungen alles, ja. Ja, Mensch. Auch das freut mich total. Darf ich Ihnen die das dürfen als Sie als kleines Dankeschön? Oh, Mensch, und vielen Dank. Vielen Dank. Nehmen Sie auf den Platz, lassen Sie uns ein bisschen quatschen. Wollen Sie was trinken? Glas Wasser vielleicht. Ja, na klar, das wollen Sie bekommen, ne? Sagen wir schnell der Schwester Bescheid. Also 8 Jahre sind ja eine lange Zeit, aber Ihre Haare hatten Sie ja schon so ähnlich getragen damals, richtig, ne? Genau. Und das war, ja, als Sie jetzt eben in der Tür standen, habe ich gesagt, ja, das ist sie. Ich war ein bisschen schlanker, ja. Aber. Also ich weiß das noch wie heute, ne? Also das ist ja so ein Einsatz, ich fahre ja nun schon wirklich eine ganze Zeit Rettungsdienst und auch geflogen. Und das ist aber so ein Einsatz, den vergisst man dann doch nicht, ne? Und da waren Sie ja schon im Rettungswagen gewesen, als ich dann dazu kam. Ach, da war ich schon drin? Genau, die Kollegen hatten Sie schon eingesammelt, da lagen Sie schon in dem Rettungswagen drin. Und ich kam dann dazu und hatte geguckt, da standen 3 Rettungswagen, waren 3 Verletzte drin. Und ich habe geschaut, wer ist der Schwerverletzte. Und das waren in dem Fall Sie und wir dann zusammengekommen. Ne? Also das weiß ich noch. Frau Ettmeier hat multiple Knochenbrüche. Becken, Arme und Beine sind betroffen. Das Erste, was wir dann gemacht haben, ich habe Ihnen dann erstmal die Schmerzen genommen. Ne? Ich habe Ihnen dann erstmal Schmerzmedikamente gegeben. Hatte ich welche? Ja, selbstverständlich. Also eine Beckenfraktur tut schon weh. Also ich kann mich da sehr gut daran erinnern. Das war wirklich schon nachhaltig beeindruckend, auch für mich. Und das ganze Ausmaß, das war ja nachher auch erst zu sehen, als der Sandsturm auch wirklich sich legte. Ne? Die Todesopfer, die es da zu beklagen gibt, das war diese unglückliche Verkettung von ineinander verkeilten Autos, schlechter Sicht und dem Wind auch angefachten Brand. Ne? Da gab es also wenig Chance bei der ganzen Geschichte. Ne? Ja, der Rechtsstaat sieht es ja ein bisschen anders. Ne? Am Amtsgericht geht ein Prozess mit mehr als 20 Verhandlungstagen zu Ende. Heute nun hat das Amtsgericht Rostock ein Urteil gegen eine Autofahrerin gesprochen. Das Gericht verwarnt Kirsten Ettmeier mit einer Geldstrafe von 9.000 Euro zur Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte sogar eine 9 Monate lange Haftstrafe zur Bewährung gefordert. Die Hinterbliebenen werden sagen, das kann doch nicht sein, dass nur eine so geringfügige Rechtsfolge ausgesprochen wurde. Die Verurteilten oder in diesem Falle Verwarnten werden möglicherweise sagen, das kann doch nicht sein, das kann doch jedem passieren. Mir ist es jetzt passiert und dafür soll ich gerade stehen, soll ein Leben lang mit der Verantwortung leben, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein. Vielleicht waren wir alle Täter dort in diesem Unfall geschehen. Alle Fahrzeuge, die zum Schluss aufgefahren, ineinander gefahren sind. Sicherlich bin ich einer von vielen Tätern, nicht der alleinige, wenn man von Täter sprechen möchte. Frau Ettmeiers eigene Verletzungen gelten als mildernde Umstände.
Nach dem Unfall sind 18 Operationen nötig. Kirsten Ettmeier ist seitdem zu 20% schwerbehindert. Okay. Bis heute muss sie regelmäßig zur Physiotherapie. Tut es auch weh? Geht. Okay. Ein bisschen geschwollen noch. Am Anfang war ja noch nicht so abzusehen, dass du jetzt wirklich jahrelang regelmäßig kommst, ne? Nee, da dachte man schon, dass das eine kurze Geschichte, also eine begrenzte Geschichte sein wird. Und genau. Ja, als Großbaustelle aufgetaucht hier, ne? Und das Ziel ist es gar nicht, eine vollständige Wiederherstellung, weil das geht einfach nicht, ne? Das Ziel ist es wirklich, so lange wie möglich, so wenig Beschwerden wie möglich zu haben. Was hätte ich verhindern können? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was wäre anders gewesen, wenn ich plus 60 km/h gefahren wäre oder plus 40? Wäre was anders gewesen? Ich weiß es nicht. Die Frage habe ich mir regelmäßig auch selbst gestellt. Spätestens, wenn ich mal über die Unfallstelle fahre. Ich schaue immer, wenn ich aus Richtung Berlin, Richtung Rostock fahre, nach links, sehe die Berge, sehe vor dem geistigen Auge den Sand da durchfliegen und frage mich, würdest du anhalten oder würdest du nicht auch durchfahren in der Hoffnung, das kann doch nur wenige Meter sein und warum sollte in dieser Wolke ausgerechnet sozusagen das Stauende sein? Tja, was hätte ich selber gemacht, wenn ich in dieser Situation wäre? Ich glaube, das war ein Unfall, es waren unvorhergesehene Ereignisse. Und ich glaube, da in diese Situation kann eigentlich jeder kommen. Ich möchte das Wort Täter hier nicht in den Mund nehmen, muss ich ehrlich sagen. Das Zusammentreffen der Beurteilung als Opfer und Täter, das ist so schmal, dass man wirklich von einem Grat sprechen kann. Und es geht auch beides. Man kann sowohl Opfer wie Täter sein und man kann durchaus auch mehr Opfer als Täter sein. Und komm, dann lass mich mit dazu. Im Sommer 2020 endet Frau Ettmeiers Bewährungsfrist. Juristisch ist der Unfall abgeschlossen. Ja, so 100% Frieden findet man, glaube ich, nicht. Glaube ich nicht. Also, denke ich, werde ich auch nicht finden. Ich gehe davon aus, dass Sie jedenfalls auch diese Schuld ewig mit sich rumtragen wird. So wie andere den Verlust ihrer Angehörigen ewig betrauern werden. Das geht nicht vorbei. Es ist nicht unbedingt die gerechte Entscheidung gewesen. Es war die juristisch richtige Entscheidung. Dazu stehe ich auch heute noch. Ja. Recht ist, ehrlich gesagt, selten gerecht. Das war unsere Dokumentation Die Narbe mit der Folge über den Sandsturm, also über die Massenkarambolage auf der A19. Der Richter hat ja gerade gesagt, Recht ist selten gerecht. Das ist eigentlich eine ganz schön krasse Aussage, weil letztendlich geht es doch, wenn man einen Schuldigen finden will, immer um Gerechtigkeit. Und was bedeutet das überhaupt, schuld zu sein an irgendetwas? Darüber habe ich ein Gespräch geführt, das ist hier. Und zwar mit dem Journalisten Heribert Prantl, der war nicht immer Journalist, sondern früher auch Staatsanwalt und Richter. Und mit Frank Trogisch, der ist Handwerker und war an diesem Tag auch auf der A19, als der Sandsturm kam.
Mehr Folgen von der Narbe, zum Beispiel über das Zugunglück von Eschede und die große Frage nach Vergebung, sind hier unten in der Videobeschreibung.